Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Runde 5 des ESL Meisterschaft Qualifiers. Alle Portale sind scheiße. Das sind tatsächlich wirklich keine guten. Okay, eine Unit von der Bank darf mitspielen. Ja, Pre-Lobby-Talk, it's really whatever. Sollen sie machen? Soll ja auch Spaß machen. Für einige gehört das ja einfach dazu. Warwick, den wir schon mal ein bisschen zu Ionia. Einer der Two-Costs, die ich nicht selle. Auch wenn es uns für Silber Augments vielleicht zurückwirft. Warten hier erst noch, ob wir Gold kriegen. Das ist ein 5-Item-Start. Ist es... Fünf-Item-Start also. Tatsächlich dieser Zwaros, ich habe den eben kurz gestalkt in seiner Matches, der spielt auch basically nur noch Tristana. Keep your enemies close and me closer. We do what we must. Oh, leider nicht. Ah, andere Items wären besser gewesen. Ja, ich verliere den Fight. Oh, es ist eine Tragödie, Mann. Ich dachte mir, ich kann mit den 500 extra Health vielleicht Windstreaken. Ist so schwer, ich bin irgendwie schon so angetitelt aus den letzten Runden, ne? Ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt hier keinen Mental Breakdown kriege. There will be peace.
Aber ich sollte natürlich trotzdem einfach solide zu Ende spielen. Ne? Aber es ist natürlich schon ein sehr unglücklicher Start, um es mal so zu sagen. Also der, der Freljord ist, wird Aphelios gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sehe ich das erstmal, dass wir Gold bekommen haben davon. Boah, ist alles sehr hart zu ertragen gerade, ey. Holy shit. Ich hätte den Warwick nehmen sollen. ...500 HP haben sich so nice gelesen, aber es macht einfach nicht genug, ne? Es ist einfach... ...so late ist es garantiert mal worth. Oh, okay. Im Endeffekt fehlt hier eher ein Juggernaut, ne? Wird eher ein Juggernaut, I guess. Damit halt der Warwick auch hintenrum dann weniger Damage kriegt, oder hinten raus, besser gesagt. Das erste Mal vernünftig Geld bekommen darüber. Lester wäre auf jeden Fall der bessere Item, oder ich kann aber den Djinn nicht rausspielen, solange ich keinen Z hätte. Was echt ein bisschen problematisch ist. Was ein Hyroller. Das sieht ein bisschen nach drei Leuten auf Noxus aus. Zwei Leuten potenziell auf Deadeye. Auch wieder ein Free Fight. Geht tatsächlich nie mit Trade Sector. Hittet einfach 5 Tristanas, bevor es losgeht. Als ob. Als ob er mir deswegen kein Gold droppt. Wegen was? 0,1 oder so? Junge, Junge, Junge. Let's start the show. Nie was draufstellen in solchen Fights. Weil ihr könnt nichts verkaufen, was da steht. Hat er wieder keinen Gen 2 gehabt, deswegen auch wieder nicht so wirklich in der Lage zu winstreaken, aber bei Lucid mit 2 Win ist eigentlich völlig in Ordnung. Wir haben hier Warwick 2. Wird uns hier schon ordentlich helfen. Speed ist jetzt nicht so bad.
Und ich kann gegen die 200%iger spielen. Und der Hyrule ist bei beiden enorm. Gegen beide kann ich gar nichts machen, basically. Jetzt vergessen, Deadeye aufzustellen, weil ich ein dummer Idiot bin. Ja, dass es nicht mattert. Sieht aber leider so aus, als würde es mattern. Leider auch einfach nicht gut, ne? There will be peace in the Freljord. I will forge it. We are vengeance. There's a saying, never fight Ionians on their home soil. As Ionia changes, so must I. Ionia, the place was so damn quiet before I came along. Uh-huh. Eine spannende Roll hier. Dass der sein scheiß Winston verteidigen darf, weil ich meine Kalista wieder nicht dahin stelle. Was so fucking bad. Ah. Wäre so gut gewesen, den da einfach vom Windstreak zu trennen, selber in Windstreak zu gehen. Das Spiel ist so einfach, ne? Man muss so wenig machen. Aber wenn ich schlecht schlafe, spiele ich echt wie der größte Bastard, ey. Noxus, Petova, Noxus, Ionia, Petova, Tristana. Something like that. In der Weise irgendwie alles schlagbar aus, ne?
Ich glaube, das schon vorher besser gewesen wäre. Aber schwer zu sagen. Es kommt langsam, kommen wir an den Punkt, wo mein Warwick nicht mehr überlebt. Hier ist tatsächlich nur noch ein Maokai Short und er hat noch 30 Gold. Also er kriegt den Reroll hier durch. Das tut natürlich weh. Vor allem, wenn man selber auch Tristana-Spieler ist. Aber ohne... Das ist halt eigentlich ein bisschen zu risky. Ja, tatsächlich läuft es jetzt sehr gut, ne? Ärgert mich halt einfach übel, dass wir den 100%-Spieler halt nicht einfach die Tour versaut haben. Aber das wäre echt machbar gewesen. Und jetzt spielt er 100% durch und dadurch haben wir halt einen potenziellen Lobby-Gewinner. Den wir halt einfach hätten klein halten können, wenn ich einfach das Feld ganz rechts benutze. Auf dem PBE war es mal ganz links, aber die Ausrede hilft ja auch niemandem weiter. Die Idee ist hier 6 Ionia, 4 Challenger auf 7. Ist der 2 gerade bekommen? Sehr gut. There we go. Den wird es dann leider trotzdem nicht reichen, finde ich. Dafür brauchen wir leider noch das ein oder andere Item mehr. Der Gold haben wir trotzdem nochmal aus dem Fight rausgeholt. Boah, ne, also Mental Warfare heute. Die Frage, ob man die Stoneplate hier auch nochmal neu machen lässt. Ich würde fast sagen, ja. Die schon nicht so gut ist. Wir auch viele Items nutzen können. Ah, geht was schief und dann ärgere ich mich. War kurz awkward, aber dann auch wieder fein. Ja, ich hätte lieber Combat Augments bekommen, aber im Endeffekt habe ich dadurch halt zwei Komponenten mehr über Pandoras Items, was probably fine ist. Generell jetzt eigentlich alle recht low. Wir haben tons of stats, was auf jeden Fall uns auch nochmal echt ordentlich hilft.
Hier überlebt man Shen. Macht er. Wenn der Shen nicht überlebt, gibt es halt den brutalen Extra-Damage nicht. Das wäre schon immer ein mittelschweres Desaster. Letzte Unit könnte man hier Urgot spielen oder Jarvan. Eigentlich beides. Letztlich würde ich Kalisti eigentlich. Hätte ich nur dabei, falls ich Onia plus 1 kriege oder so ein Spürbiss. Gifted für Contested 1. 1, ne? Man könnte hier natürlich 2 Gold mehr nehmen, weil man sagt, man hat Pandoras Bench, aber jetzt hier schon Titan Storm ist mir deutlich lieber. Huge. Absolut huge. Ich glaube, jetzt spielen wir sogar Greedy Richtung Win, ne? Ich glaube, hier spielt man jetzt weirderweise für Win. Wir. Also, wir könnten jetzt hier. Rollen für Yasuo 2 oder 8 gehen und dann rollen. Also, beides wäre möglicher Play gewesen. Ich glaube, hier ist es allerdings tatsächlich jetzt richtig zu greeden. Mehr später zu leveln. Weil man ja auch mit mehr Gold mehr Damage kriegt. Der Damage, den man kriegt. Der ist sehr underrated, also das Item war tatsächlich schon in der Meta davor sehr strong, weil du kriegst 1% mehr Damage pro Gold in your Bank, up to 60%. Und nur so zum Vergleich, das Overtime Augment Ascension ist, glaube ich, mittlerweile, was ist das? Also nicht mehr bei viel. Ich glaube 15, 25 maybe. 25 könnte ich mir noch vorstellen. Ich muss Karma mittig stellen, weil sonst meine Kaiser zu Karma jumpt und dann wird sie von Jarvan geultet, obwohl sie ja wegen ihrem Dash eigentlich gar nicht geultet werden sollte. So ein bisschen awkward. Aber hier steht ja sonst Karma und dann ist Kaiser da und dann steht Jarvan da hinten und die Schmerzen. Ja, und dann kommt halt diese 60% Damage-Explosion. Und dann sind wir auf einmal winning. Zwei Leute haben Kaiser außer uns. Und wir haben trotzdem Kaiser 2. Was auch sehr lucky ist. Kammer 3, Backup-Win-Condition. Gerade wegen Tons of Stats. Macht die auch nochmal ein bisschen mehr, ne? Wir machen alle nochmal ein bisschen mehr. Oh, habe ich den Fall zu schnell gewonnen? Ja, hätte ich natürlich defensiver ausstellen müssen. I have but one life to give for Ionia. I must make it count. Killing you will be one of my finest works. I am Thorn's Reckoning. Kammer 3 ist hier auf eine weirde Art und Weise Wincon. Gerade wenn wir dir einfach einen Blue Buff geben. Shen kann jetzt erste Reihe stehen, weil der Shen Booster stirbt nicht in den ersten 15 Sekunden im Normalfall. Ja, doch ist meistens vorher schon was falsch gelaufen. Drüber laufen, weil dann kriegt man auch prozentual noch mehr Damage, weil man ja noch mal ein Gold mehr hat. Oder zwei. Overtime genau im richtigen Moment für uns, war sehr lucky.
Können wir genauso gut verlieren, wenn Overtime halt nicht in dem Moment kommt, wo Kaiser in der Old Animation ist. Wir haben unsere komplette Comp getroffen und das ganze Rumgeheule tut mir echt leid, aber ich bin echt sehr unzufrieden einfach mit meiner eigenen Performance. Daraus resultiert ein leicht knatschiger Johnny. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob man hier den Uger zu hoch ratet, weil so strong ist er hier ehrlicherweise nicht. Dann kannst du zum Beispiel Cassante höher raten. Gerade gegen Tristana-Spieler ist das jetzt auch gar nicht so unattraktiv. Der ist... Ist der auf 3 Gunner? Ich glaube tatsächlich, ja. Keine Chance mehr. Es ist natürlich bei den Shimmer-Scale-Items generell oft so, dass wenn du in der Lage bist, quasi auf den 60 Gold zu bleiben, dann hast du halt ein sehr, sehr OPs Item. Hier übrigens schön zu sehen, wie viel Damage Karma macht, wird oft underrated. Das ist tatsächlich eine absolute Maschine. Ich kann übrigens auch sowas argumentieren, ne? Weil man Deadeye hat. Aber ich würde eigentlich nicht einen Frontliner abgeben wollen. Positionmäßig ändere ich die ganze Zeit nichts. Auch weil ich mir nicht sicher bin, ob es besser ist, wenn man Yasuo auf der Fidos-Seite ist, um ihn früh zu hitten oder nicht. Weil ja. Also mein Yasuo auf der Fidos-Seite. Weil gerade gegen Freddy ja auch immer dieser Mana-Burn kommt und ich Angst habe, dass mein Yasuo dann halt Mana. Okay, wird einfach von Lissandra wegzitiert. Müssen wir wohl akzeptieren. Also wir eher akzeptieren müssen, dass meine Kaiser einfach Gott ist. Holy shit. Ah, kam auch super krass, ne? Ja, Double Lifesteal, Kaiser geht grundsätzlich jetzt nicht als beste Slot, aber einfach weil Guardbreaker auch so gut ist. Aber. Ich finde das oft trotzdem sehr attraktiv. Die spiele ich einfach in Ionic Spark. Jetzt gibt es hier im weitesten Sinne zwei Win Conditions. Die eine ist Yasuo 3, Kaiser 3. Die andere ist 9 und dann 2 Legendaries of 2-Star. Es hängt dann halt immer davon ab, wogegen man spielt. Und vor allem, was der Rest hat. Ich spiele jetzt am Ende... Ja. Also am Ende ist es für mich halt so, dass ich nicht unter 60 Gold fallen will, weil diese 60% mehr Damage einfach sehr krass sind. Das heißt, es ist natürlich schwer dann zu sagen, ich gehe für einen Yasuo 3-Star, wenn ich nicht bereit bin, tief runterzurollen. Aber es ist natürlich fast genauso schwer zu sagen, ich gehe Level 9. Man sieht halt immer wieder diese Damage-Explosion, die halt einfach sehr krass ist. Und dann sind es halt einfach One-Shots. Ich denke, unter der Gegebenheit, dass wir hier auch noch Karma 3 haben, ich habe einen mit einem C4, ich habe keine Ahnung, der gerade mein Gegner ist. So. Der links für meine Su entschieden. Wenn mein Shen zu früh stirbt, verliere ich den Fight. Okay, ich verliere den Fight. Weniger Zeit mit Rollen verschwenden und mehr Zeit mit Fighten, ne? Wäre hier die Lösung gewesen. Der andere Kaiserspieler ist jetzt raus. Ist Kaiser 3 auf einmal auch wieder ein sehr attraktives Thema.
So must I. Fear the void sting. Jetzt natürlich langsam ans Eingemachte hier. Ja, vielleicht muss man den Needlessly Big Jam tatsächlich besser verteidigen und auf irgendeine Unit machen, die safe überlebt, wie zum Beispiel Karma. Natürlich jetzt zu spät, aber 500 Health sind halt auch einfach 500 Health, so. Ein schlechtes Item. Man halt auch eigentlich nicht will eine anderen Unit haben hier. I guess. Wir spielen das. Das, was wir angesprochen hatten, wir haben auch noch Karma 3. Die reicht jetzt als Wincon zwar alleine nicht, aber ist ja ein sehr krasser Enabler. Hier kann ich schon auch wieder außen stehen haben. Der will wahrscheinlich diagonal von meinem Yasuo stehen, weil er glaubt, dass das das bessere Positioning ist. Ich glaube aber, dass mein Yasuo, wenn er smart ist, direkt auf den Heimer ultet und von Heimer in die Backline. Das macht keine Sorge. Hin. Im Endeffekt ist hier Fans überleben. Da gehe ich immer fight anscheinend. Jetzt 60% Damage mehr. Wird halt zu attraktiven One-Shots. Ja, das ist eigentlich das Schöne an der Ionia kommt, dass du halt quasi zwei Forecasts spielst, deswegen beide kaufen kannst. Und deswegen eigentlich dann immer noch mal hinten raus eine potenzielle Win-Condition hast. Der Senna 2. Nein. Dann haben wir jetzt Senna 2. Ja, predicted es. Trifft die Kaiser. Ich bin gar nicht so sicher, ob Kaiser gerade eine stärkste Unit ist oder ob das nicht Karma ist. Oder so beide natürlich sehr strong. Aber Hauptproblem ist, Shen stirbt, ne? Wir sind auf 60 Gold und können uns nichts davon kaufen, wenn alles tot ist. Ja, ich würde tatsächlich sagen All-In-Roll. Einen von beiden werde ich schon hitten. Oder auch nicht, I guess. Warum habe ich einen Yasuo verkauft, ne? Okay, da verliere ich leider gegen meine eigene meistgespielte Comp, I guess. Der Fight geht tatsächlich einfach kaum 15 Sekunden. Keiner crazy ist, aber... Ja, auch noch Senna 2, ne? Oh, ne. I am Thorn's Reckoning. Just looking for a road home. Na gut, GG, I guess, ne? Das war jetzt aber echt viel Gold, was ich gerollt habe. Dafür war das jetzt leider echt sehr nutzlos. Sehr enttäuschend. Ich vielleicht doch auf 60 Gold bleiben sollen, aber ich hielt das jetzt schon für machbar, dass man damit tatsächlich gewinnt. Weil man das einfach treffen sollte, glaube ich, mit dem Gold. Ich meine, was hatte ich? Ich hatte 70 Gold und mir fehlen 3 Kaisers.
Scheint mir schon irgendwie realistisch. Aber mir hat es leider nicht gereicht. Ist trotzdem Second Place. Also all good. Ja, ist okay. Ne? Im Endeffekt sind wir damit jetzt komplett auf Kurs. Das war Quali-Game Nummer 5. Wir haben jetzt quasi den zweiten Platz gemacht. Im Schnitt muss man Dritter werden. Das heißt, wir haben jetzt 1.1., 5.5., also quasi in 4 Games Dritter, plus jetzt einen zweiten. Und meistens reicht es dann, wenn ich jetzt in der letzten Partie noch einen vierten holen würde. Wäre natürlich trotzdem sehr gut gewesen, hier die Runde zu gewinnen, weil dann hätte man auch nochmal für einen Tiebreaker mehr. Weil wenn man punktgleich mit wem anders ist, dann entscheidet sich daran, wer mehr Games gewonnen hat. Und deswegen ist es ein bisschen frustrierend. Auch weil ich Sabenda einfach scheinbar nicht richtig gelöst habe. Also, ich dachte, die Lösung ist, Shen neu zu bauen, das hinten drauf zu machen, aber erstens habe ich dann kein Gold mehr und zweitens hat man einfach nicht 15 Sekunden Fight gegen den. Das heißt, mein Needless die Big Jam war auch einfach nicht so worth, deswegen war der Rolldown, denke ich, richtig. Dass ich in Rolldown nichts treffe, ist enttäuschend gewesen. Ich habe ein Yasuo gesellt, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich, glaube ich, 8 Yasuos gehabt, weil ich habe nochmal einen Roll und dann verkaufe ich die Kasus und dann hätte ich vielleicht Yasuo 3 und dann gewinne ich das Game. Ich muss im Endeffekt einen der beiden aufs 3-Star hitten. Man kann auch sagen, vielleicht war Karma 3 ein Mistake, weil ich stattdessen die beiden auf 3-Star machen sollen, aber von meiner Idee her müssten 80 Gold für 3 Vorkostüme jetzt eigentlich immer reichen. So. Könnte man mal mathematisch ausrechnen, aber trotzdem sehr enttäuschend. Ja, deswegen bitter, aber okay. Und seid auch da natürlich auf YouTube morgen um 19 Uhr wieder dabei für das letzte Game der Quali.